Ja, da war was. Ja, nee, nicht hier, sondern hier. Hostile Mobs off. Wir spielen ja auf Peaceful. Ja, komm, eigentlich Option. Normal. Mach mal hier noch ein bisschen Monster an. Aber dann mache ich mir vorsichtshalber mal Hostile Mobs an. Also die normalen Mobs, die bösen, bösen Mobs. Ja, und da sieht man, da spawnen schon einige Untergrund, im Untergrund. Die Chunks sind ja geladen und von dem her sollte das kein Problem sein, dass die hier spawnen. Aber ich brauche jetzt mal kurz 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ein paar hiervon. Weil das ist mir jetzt schon länger ein Dorn im Auge. Und dann machen wir das hier dicht. Und da drüben machen wir auch noch mal kurz dicht. Ne, davon habe ich jetzt auch keine mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann verkraften wir die mal geschwind. So. Dass wir hier auf jeden Fall keine Zombies mehr haben. Ja, das sieht scheiße aus. Keine Zombies. Keine Monster mehr, die direkt drüber kommen. So, das spacken wir mal dann direkt wieder hier rein. Ja, da habe ich keine mehr gehabt. So. Sortieren und dann gehen wir mal wieder zurück auf unsere kleine Baustelle, wie man sieht. Im Untergrund hier sind schon viele Mobs, komischerweise. Verstehe ich aber nicht, wieso. Komisch. Egal. Auf jeden Fall neigt sich die Sonne. Ja, die Sonne neigt sich gegen Ende. Passend zur Musik. Wir sollten was essen. Ja, es wird langsam dunkel. Gut, wir können halt so ein bisschen schaffen. Das ist ja kein Problem. Und dann sprengen wir hier das alles nochmal weg. Au. Und zwar buddeln wir uns hier rein. Ein bisschen, dass wir uns. Ich würde mal sagen, bis nach da drüben. Und dann können wir auch das TNT setzen. Und dann mal schauen, was es alles wegsprengt. So. Einmal. Zweimal. Nee. Dreimal. Schnell weg. Müsste eigentlich noch den anderen antriggern. Natürlich nicht. War nicht in der Nähe davon. Egal. Na, Schweinchen. Selber schuld. So, und der letzte. Auf der Seite. Wunderbar. Gut, haben wir wieder ein paar Schäden, aber was soll's. Die können wir ja recht schnell wieder beheben. Gut, ich muss hier dann an einigen Stellen noch die ganzen nicht benötigten Gegenstände. Ja, Gegenstände ist irgendwie ein falsches Wort. Nicht benötigten Felseinschlüsse, BZW, wir haben ja hier eigentlich früher See gehabt, beziehungsweise Meer. Und Heiland, so. Lalalalalala. Die müssen wir dann, sprich, den
den ganzen Clay, wo noch hier an der Wand steckt und so, und den Stein, den möchte ich einfach durch komplett alles Erde ersetzen. Damit wir hier nicht mehr so das große Problem haben, damit es auch schön aussieht für später. So. So, dann müssen wir hier nur das bisschen hier wegkloppen. Gut, hier die Erde wieder auffüllen. Und sonst... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das passt. Hier ist dann das Ende des Feldes. So. Kurz alle Löcher ausmerzen, damit wir hier auch wieder sauber dann sind. Und dann können wir auch als nächstes die Wassergräben machen. Das ist natürlich dann auch am wichtigsten. Jetzt hat der Enderman mir schon wieder Zeug geklaut. Das gibt's doch nicht. So. Wir haben hier so viel Zeug jetzt dann rumliegen. Wow, wow, wow. Ein Creeper und ein Skelett. Wo hast du mir das geklaut, du blöder Junge? Wahrscheinlich hier. Komm schon, ich brauche eine Enderperle. Ich will... Nein, 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 nein. Oh, slayed by an Enderman. Fuck you. So, jetzt erstmal schlafen. Naja. Hab ja zum Glück nicht allzu viel verloren. An XP und so, nur Level 7. Können wir uns bei Gelegenheit wieder reinholen. Ich muss hier echt nochmal genug ausleuchten. Weil sonst wird es hier nichts mehr. Oh, jetzt ist ein Bogenschütze. Der trifft mich bestimmt von hier, oder? Nee, zum Glück nicht. So, ist hier noch ein Creeper irgendwo? Nee, gut. Da bin ich gestorben. Scheiß Enderman. Boah, und wie es mich genommen hat, ey. Sieht ja übel aus. So. Habe ich wieder alles? Ja, sieht einigermaßen in Ordnung aus. So. Le Creeper. Danke. Arsch. War zwar so nicht geplant, aber naja. Was will man machen? Hauptsache, der Creeper ist tot. Ich hab... Ah ne, der ist hinter mir, der Creeper. So. Dann machen wir das noch weg. Die ganzen schwebenden Blöcke hier machen wir weg. Und dann müssen wir noch den Stein hier komplett rausruppen. Und dann haben wir eigentlich schon das letzte Feld fertig. Jo. Ah ne, hier fehlt noch. Ne. Hier, so. Und dann können wir echt auch schon die Wasserläufe machen. Das ist doch sehr schön. So, das hier muss ich alles rauskloppen. Sind auch wieder schön viele Cobblestone, die wir dann später auch in Cleanstone wieder verwandeln können, um uns Stonebricks zu machen. Das ist doch sehr schön. Gammelfleischhände braucht man nicht. Gut, die nehmen wir jetzt eh wieder auf, wegen ist nicht. So, dann geht's hier weiter. Ab und an mal noch ein, zwei Löcher stopfen. Ah, das sollte ja nicht so das Problem sein. Löcher stopft man ja gerne. Ha, 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 ha. Gott, war der schlecht. Komm, so. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. So.
Gut, das hier muss eh alles weg. Da müsste ich eigentlich einen Diamant-Spitzhacke nehmen, damit es schneller geht. Aber mit Level 2 kann man die halt auch nicht reparieren. Das wäre vergebene Liebesmühe, die jetzt zu benutzen und runterzurotzen oder runterzurocken. Müsste ich mich erstmal wieder ein Stündchen vor die XP-Falle stellen. Und das wollen wir ja nicht. Oder ich mach's offscreen und ja, stell mich ein Stündchen hin und schau einfach mal. Apropos Stündchen hinstellen, was sagt denn eigentlich Lötzeit? Halbe Stunde erst. Heiland, zack. Kam mir vor wie 3 Minuten. So, dann haben wir das ja auch bald geschafft. Was ich dann auch noch machen möchte, also neben der Eisengolem-Farm, also die zweite Spawning-Zelle. Das hier wird, so böse wie sie es anhört, wahrscheinlich noch komplett unterhöhlt, damit der Automatismus verbaut werden kann von der Anlage. Weil sonst ist es ja schwachsinnig. Beziehungsweise nicht komplett unterhöhlt. Ja, vorerst nicht komplett unterhöhlt, muss ich mal schauen, wie ich das machen kann. Also das letzte Feld wird wahrscheinlich komplett unterhöhlt. Da werde ich mich dann runtergraben und da alles freilegen. Vielleicht werde ich mir da auch Hilfe holen. Wollte ich eh mal wieder. Und dann kann man auch also diese Seite und diese Seite unterhöhlen gleichzeitig. Sprich, dann hat man halb so viel Arbeit. Aber da muss man dann einfach mal schauen, wie wir das machen werden. Beziehungsweise ich und Gast XY, ich weiß auch nicht, wer es sein wird. Muss ich mal rumfragen, wer Lust hätte. Aber es wird irgendjemand sein, den ihr vielleicht schon kennt oder auch nicht. Würde man dann sehen. Und wir sind wieder mal voll auf Bullshit. Erde und so. So, die Erde schmeißen wir mal hier weg. Die kommen raus. So rum. Zack. Sand. Genauso. So. Der Gravel kommt auch weg. Die Leaves. Die Seeds. Die Saplings. Die setzen wir wieder hier ein. Ja. Die sollen dann wieder ein paar Bäumchen wachsen lassen. So, warte, ne, Erde brauche ich. Nee, nicht Sand. 1, 2, 3, 4 Stacks nehmen wir mal mit. Müsste ja rein theoretisch reichen. Theoretisch. Nee, wird nicht reichen. Es sind 5. Nee, da brauche ich dann 5 Stacks ungefähr. Ja, egal. Holt man sich einfach noch einen Stack nachher. Wir haben ja genug davon und essen sollte ich eigentlich mal wieder. So, na komm. Den einen Stein können wir uns gönnen. Wie das aussehen wird mit Abfarmen der Farm, muss ich mir überlegen, wie ich das machen werde. Wird auf jeden Fall mit Hopperen geschehen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie das dann im Endeffekt oder effektiv dann am Ende aussehen wird. Werde ich wahrscheinlich mal in der Kopie nachbauen bzw. ausprobieren. Ah, das ist jetzt aktuell noch nicht sicher, wie ich das machen werde. Aber erstmal werden wir die Flying Erde hier runterholen. Le Flying Erde. Erde, Cardeux und so. Den Witz bringe ich ja jedes Mal, wenn ich Erde sage. R2, al französisch Erde. Uno, due, tre, quattro. Nee, das ist Italienisch. Französisch kann ich eh nicht so gut, außer
Also Französisch kann ich gut, außer die Sprache, aber das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, das werde ich nicht auf diesem Kanal breittreten bzw. besprechen. Das ist nämlich nicht jugendfrei. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir sind